Hallo ihr Lieben, wie immer seid ihr mir herzlich willkommen bei Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario, der alte Sack von Holston TV. Herzlich willkommen natürlich zur Folge 294. Der Himmel, die Erde, nichts ist wie es sein sollte. Und wir sind schon im Seelengrab, wo es mir immer vorgegraut hat. Aber jetzt sind wir da. Also auch das haben wir geschafft. Mit meiner neuen Freundin Serana. Wir sind ja ganz dicke. Oh, dieser Gestank hier. Kinder. Machen wir, dass wir hier schnell wieder rauskommen. Der Gestank? Ach du Scheiße. So. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich hier gewesen bin. Oh. War es ein Tag? Oder ein Jahrhundert? Ich bin auch schon lange. Seht euch nur diesen Ort an. Schon so lange krank geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand freiwillig hierher kommt. Ich habe auch kein Zeitgefühl mehr. Da muss große Angst gehabt haben. Ach, guck, der ist bequem gemacht auf der Mauer. Wir hatten früher bei uns in der Schule, hatten wir auch so eine Mauer. Da haben wir auch so dann da gesessen. Woher seid ihr gekommen? Aber wir waren nicht so durchsichtig. Platsch. Das hätten wir geschafft, siehst du. Schaffen alles. Wo ein Wille ist, ist auch ein Bolzen. Klatsch. So, wo ist deine Mutter? Geht mal geradeaus. Okay. Na, Kumpel. Ihr müsst mir helfen, meinen Arvak zu finden. Arvak. Er verdient es nicht, an einem Ort wie diesem zu okay. leben. Okay. Holen wir den Arvak. Arvak, mein Ross. Oh. Wir kamen gemeinsam an diesen schrecklichen Ort. Ah. Wir wurden von Monstern angegriffen, also befahl ich ihm zu fliehen. Ah. Er ist so ein treues Tier und läuft schon so lange. Ihr müsst ihn retten. Ich flehe euch an. Machen wir doch. Ein Ort wie dieser verändert an. Das nordische A-Team. Beziehungsweise auch ich. Arvak! Arvak, wo bist du? Arvak! Arvak, bitte komm zurück! Komm doch her! Komm zurück! Dann haben wir die Sache erledigt. Ein Arvak. Ja, ich suche. Oh, jetzt ist der auch weg. Nicht, dass ich den auch noch suchen muss. So, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Zeit habe. Erstmal Mutter finden. Mutter, Pferd und Geist. Obwohl, der Geist ist ja eigentlich egal, ne? Der wird ja schon wissen, wo er ist. Der Geist selber. Also sich. Das Pferd, wenn wir schon mal hier sind, weil ich glaube nicht, dass ich so gerne hier noch mal herkommen würde. Also gleich alles. Wer ist da? Da ist er doch. Wusste ich doch, dass ich alles gehört habe. Ich vermute mal. Knochenmann. Er rennt doch noch öfter dazwischen. Ja, Knochenmann, hast du die Arschkappe? Wohl oder übel muss ich das auch mal erfahren, dass wenn sie das sagt, dann war es das für dich. Muss man ihr nur mal gestehen. Unsere neue starke Freundin Serana. Ich glaube, Pfeile habe ich gar nicht mehr viele, wa? Waren 384 oder was? Oder? Die sind wahrscheinlich auch mal zwischendurch. Wenn man nicht drauf achtet, gehen die auch weg wie warme Semmeln. Kommst du gar nicht so schnell hinterher, neue zu machen. Na gut, aber zur Not haben wir ja hier noch die fiesen Pfeile oder wie die heißen. Oh, kein Pferd. Ach so, ja, das würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, muss ich auf das Pferd schießen oder was? Oder bleibt dann der Kopf liegen oder der Schädel? Oder weiß ich nicht. Muss ich nachher gucken. Erstmal die Mutter. Erstmal zur Mutter. Hey, das ist aber.
Hey, bleib doch mal stehen. Ja, das ist eine Tür. Ja, das ist ja. Das hast du aber clever gemacht, hä? Das hast du aber clever gemacht. Wie soll ich dich denn retten, wenn du dich einfach auflöst? Hm. Wer ist da? Oh. Ach, guck mal da. Drei sogar. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank halten die nicht so viel aus, ey. Noch einer. Schön einsammeln, die Dinger. Kommen Sie, Rahnchen. Komm. Ja, im Forum habe ich gelesen, viele, viele haben die wohl auch richtig so als Begleiter. Ich meine, klar ist sie stark. Aber was mich daran stören würde, das, was ich zwischen festgestellt habe, ist, dass die ja alles und jeden wiederbeleben. Und dann hast du immer das Skelettklappern hinter dir, was du bei normalen Begleitern eben nicht hast, weil die eben ja. Der Himmel, die Erde, nichts ist, wie es sein sollte. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es hier sonst aussieht. Ich war noch nicht allzu oft hier. Ich kenne mich damit nicht so aus, mit so einem Seelengrab. Meine Weißlauf und so, okay, aber... Gucke, da ist doch... Mutter? Der Pfeil. Mutter? Beim Schöpfer. Das kann doch nicht... Serana, oh. Seid ihr es wirklich? Oh. Ich kann es kaum glauben. Wie gelangen wir hinein? Hallo, Mutter. Wir müssen reden. Serana, was tut ihr hier? Hm? Wo ist euer Vater? Nicht, dass wir hier sind. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Unser Vater. Ich muss versagt haben. Harkon muss einen Weg gefunden haben, die Prophezeiung zu entschlüsseln, nicht wahr? Nein, ihr versteht das völlig falsch. Wir sind hier, um ihn aufzuhalten. Um alles ins Reine zu bringen. Ja. Moment mal. Ja, natürlich. Ihr habt einen Fremden hierher gebracht? Habt ihr den Verstand verloren? Das kommt nicht in Frage. Ihr, tretet vor. Ich muss mit euch sprechen. Sprich doch. Und wie kam es dann dazu, dass sich meine Tochter in der Gesellschaft eines Vampirjägers wiederfindet? Ich hoffe, ihr hattet nicht die Absicht, euch als Serranas Beschützer auszugeben, doch, um auf diese Weise an mich zu gelangen. Was soll ich denn mit dir? Du bist ja viel zu alt. Diese Worte von jemandem zu hören, der seinen Lebensunterhalt mit dem Töten von Vampiren verdient, lässt mich daran zweifeln, dass ihr aus edlen Absichten handelt. Serana hat alles geopfert, um Harkon an der Vollendung der Prophezeiung zu hindern. Ja. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie euch das erklärt. Ja. Haltet ihr mich etwa für so dreist, meine eigene Tochter nur zum Schutz ihrer Schriftrolle der Alten in diese Gruft zu schicken? Die Schriftrollen sind lediglich ein Mittel zum Zweck. Der Schlüssel zur Tyrannei der Sonne ist Serana selbst. Seranchen. Als ich aus Burg Volkia floh, nahm ich zwei Schriftrollen der Alten mit. Die Rolle, die ihr wohl mit Serana gefunden habt, spricht von Auriel und seiner arkanen Waffe, Auriels Bogen. In der zweiten Schriftrolle heißt es, das Blut der Tochter von Kalthafen wird die Augen des Drachen blenden. Siehste? Genau wie ich war Serana einst menschlich. Wir waren fromme Anhängerinnen von Fürst Molag Baal. Die Tradition will, dass die Frauen Molag Baal am Tag seiner Beschwörung dargeboten werden. Ach, Molag Baal, das war doch der Name, oder? Diese Tortur. Doch die Auserwählten gehen daraus als reinblütige Vampire hervor. Prima. Wir nennen solche Vereinigungen die Töchter von Kalthafen. Hm. Aber Molag Baal ist doch unser Freund. Er hat uns doch sein
hier sein es wurde von ihr erwartet, sein Schlagdingsbums so hier, sein erwartet wurde. Gummiknüppel sein. Wie heißt denn das Scheißding? Auserwählt zu werden, ist eine große Ehre. Wie heißt denn das Ding? Nicht gewagt, eine solche Würdigung auszuführen. Also die Waffe, die Waffe, die wir von Molag Bal gekriegt haben, die jetzt in der Waffenkammer hängt. Im Reich des Vergessens. Wie heißt das denn, der Knüppel? So langsam begreift ihr, warum ich Serana beschützen wollte und die andere Schriftrolle der Alten so weit wie nur irgend möglich von ihr fernhalten musste. Wenn Harkon im Besitz von Auriels Bogen wäre und die Waffe mit Serranas Blut befleckt würde, wäre die Tyrannei der Sonne vollendet. In seinen Augen würde sie für das Wohl aller Vampire sterben. Und wie genau gedenkt ihr, ihn aufzuhalten? Ja, das weiß deine Tochter. Sowas, da habe ich... Wenn ihr das glaubt, seid ihr noch dümmer, als ich ursprünglich annahm. Danke, danke. Glaubt ihr etwa, ich hätte diese Option vor der Umsetzung meiner Pläne nicht in Erwägung gezogen? Keine Ahnung. Ihr interessiert euch weder für Serana noch für unsere Not. Es spielt keine Rolle, dass ihr einer von uns geworden seid, um im Seelengrab zu überleben. Ihr seid im Herzen noch immer ein Vampirjäger. Ihr seid hier, weil ihr uns für Abscheulichkeiten haltet. Aha. Niederträchtige Kreaturen, die vernichtet werden müssen. Ist gut jetzt. Serana? Diese Fremde steht auf der Seite derer, die euch jagen und wie ein Tier töten wollen. Und da soll ich euch ihr anvertrauen? Dieser Fremde hat in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, mehr für mich getan, als ihr in Jahren. Ja, ich habe meinen Wolf auch gelöscht. Ich glaub, das alleine schon. Auf, was mir wichtig war, kannst, um könnt ihr gar nicht bezahlen, Mutter. Den ihr einen Vater nennt. Ja, er ist ein Fanatiker. Er hat sich verändert. Aber er ist noch immer mein Vater. Warum könnt ihr nicht verstehen, wie ich mich deswegen fühle? Oh, Serana. Oh. Wenn ihr doch nur eure Augen öffnen würdet. Wenn euer Vater herausfindet, welche Rolle ihr in der Prophezeiung spielt und dass ihr euer Blut benötigt, seid ihr in großer Gefahr. Ja, natürlich. Also habt ihr mich von allem ferngehalten, das mir etwas bedeutet hat, um mich zu schützen? Ihr habt mich nie nach meiner Meinung gefragt, ob es das Beste war, mich in dieser Gruft zu verbergen. Ihr habt einfach erwartet, dass ich euch blind folgen würde. Ihr wart beide auf euren eigenen Weg fixiert. Eure Beweggründe mögen verschieden gewesen sein, aber im Grunde... Na gut, aber wenn man das Kind nur so schützen kann, ja? Ich wollte, dass wir wieder eine Familie werden. Ja. Aber ich weiß nicht, ob dieser Wunsch je in Erfüllung gehen kann. Vielleicht verdienen wir diese Art Glück nicht. Vielleicht klar. Sind wir nicht dafür geschaffen. Aber wir müssen ihn stoppen, bevor er zu weit geht. Und dazu brauchen wir die Schriftrollen der Alten. Es tut mir leid, Serana. Ich wusste nicht. Ich war blind. Ich habe zu lange zugelassen, dass mein Hass auf euren Vater uns entfremdet. Bitte vergebt mir. Die Schriftrolle der Alten gehört euch, wenn ihr sie wollt. Eure Absichten erschließen sich mir noch immer nicht ganz. Um Serranas Willen werde ich euch aber nach besten Kräften helfen. Na, das ist schon mal gut. Mehr wollen wir doch gar nicht. Seit meiner Gefangennahme ist sie hier sicher verwahrt. Zum Glück seid ihr in der Lage, die Barriere, die diese Ruinen umgibt, zu durchbrechen. Ihr müsst die höchste der Felsspitzen ausfindig machen, die diese Ruinen umgeben. An ihren Sockeln zieht die Barriere die Energie aus den unglücklichen Seelen, die hierhin verbannt wurden. Okay. Vernichtet die Hüter, die sich ihrer annehmen, und die Barriere sollte fallen. Ja, so ist das schön, wenn man mit der Mutter auch reden kann. Ein Drache namens Durnevir durchstreift das Grab. Nehmt euch vor ihm in Acht. Die vollkommenen Meister haben ihn mit der Bewachung der Hüter betraut. Sollte er euch als Bedrohung sehen, wird er zweifelsohne angreifen. Siehste, geht doch. Wenn man mit der Mutter reden kann, ist alles okay. Seid vorsichtig. Ach. Und passt auf meine Tochter auf. Natürlich. Und die ganze Zeit gemacht. Falls mit aufgepasst. Meine, die ist ja stark. Ja, wo nur hin? Dahin, dahin, dahin. St-
Stück für Stück immer erstmal ein nach dem anderen, ne? Oh. Wer ist da? Wusste keine. Ich doch das. Boah. Oh, haben wir den nicht getroffen? Geil, ey. Na, das ist ja cool. Da bin ich aber stolz auf mich. Von so weit weg mit der Armbrust getroffen, das ist ja geil. Das ist ja cool. Wo ist denn? Ich würde an einer Seite anfangen und dann zum nächsten. Erstmal ganz links den. Weiter oben, oder? Um die Ecke rum. Nee. Keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Wenn... Hier. Knackst doch schon wieder irgendwas. Wo ist er? Da ist der, guck. Latsch. Ach, hier haben wir doch schon was gefunden, oder? Oh, was ist das denn? Also irgendwie ist das. Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Das war irgendwie eben hier so keine ideale Idee. Also nicht nachmachen. Ah. Na, wo ist es denn? Ja. Irgendwie sieht die Schnellheilung aber schwach aus, oder? Oh, besser als nichts, ne? Besser als sinnlos 10.000 Flaschen trinken müssen. Also ich glaube, im Kampf selbst ist, wenn man daran denkt, dass Flaschen trinken. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Die Scheiße, ich schieße. Drei.
Rolle. Mist. Rolle haben wir keine vernünftige. So, meine Lieben, das soll es für diese Folge dann erstmal wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Ich wünsche euch Gesundheit und mir wünsche ich natürlich für die Videos Klicks, Likes und nach Möglichkeit Abonnements. Dann ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Mario, der alte Sack von Holston TV. Holston TV Skyrim, das etwas andere Let's Play.